Einer von beiden ist heute von Beginn an mit dabei, damit der LASK nicht bald kraftlos ist und nicht kraftlos spielt wie in den letzten Partien. Und wie kraftlos ist denn Rapid nach den überschäumenden Feiern als Aston Villa Killer? Emin Sulimani spielt also heute im linken Mittelfeld am Flügel, der Neuzugang von der Austria. Duro, der Albaner, zunächst nur auf der Bank. Und wir sehen auch das Debüt von Alexander Zickler. Erstmals spielt er beim LASK von Beginn an anstelle von Meierleb als Solospitze. Zuletzt ist er im November 2009, der Oldie, bei den Salzburgern von Beginn an in der österreichischen Bundesliga eingelaufen. Rapid in Rot mit drei Änderungen gegenüber der Europa League. Salihi wieder mit dabei, Kayan anstelle von Dober in der Verteidigung und Hinum ersetzt Pelivan im Mittelfeld. Da haben wir Kayan schon am Ball. Sulimani gut gestört, will sich gleich vorstellen bei seinem neuen Verein. Und das tut er auch mit diesem Schuss in den ersten Spielminuten. Hat aber auch Glück, dass nämlich Kayan vorher wegrutscht. Wir sehen es hier, Platzregen kurz vor Spielbeginn, der Boden tief und da haben einige Spieler in den ersten Minuten große Probleme. Rapid schnürt den Tabellenletzten aber von der ersten Minute an in der eigenen Spielhälfte ein. Hart eingestiegen von Nuyo. Attacke an Kogler und da sieht er schon in der siebten Minute die gelbe Karte. Erste Gelbe für ihn in dieser Saison. Völlig unnötig. Fehlpass Orgie beim LASK im Mittelfeld. Schon wieder einer ausgerutscht und natürlich die Möglichkeit für die Rapidler. Salihi. Und der erste Einsatz von LASK-Tormann Mandl. Der Kayan wird von Bubenik nicht attackiert. Schauen Sie, kann da in Ruhe aufspielen. Aber dann vergibt Hinum diese Chance. Schwachstelle in der Innenverteidigung der Linzer. Einmal mehr Chinchilla wie in den letzten Partien. Und das machen die Rapidler geschickt. Auch hier der Mann mit der Nummer 4 nicht energisch genug bei Hinum. Schön auch die Vorlage, schön gesehen von Kayan, direkt in den Lauf gespielt. 15 Minuten gespielt, Freistoß für Rapid. Kavlak. Gute Möglichkeit, auch gut von Tormann Mandl und Kavlak da im Stile seiner Traumvorlagen von Birmingham. Hat das technisch ganz brillant gemacht. Viele Fee, gefährlich für den Tormann, aber Mandl hat den Ball richtig berechnet. Eine Szene mit Seltenheitswert. Die Schwarz-Weißen aus Linz einmal in der Nähe des Strafraums des Gegners. Chinchilla. Und man sucht natürlich immer wieder Zickler. Aber ein Kopfbällchen hier. Harmlos, ideenlos, die Linzer, die schon seit über einem Monat ja auch kein Tor in der Bundesliga erzielt haben. Rapid spielt wieder schnell, da ist die Riesenmöglichkeit. Aber Salihi kommt nicht an den Ball. Herrlich die Vorarbeit, wieder einmal von Kavlak und Chinchilla, wie so oft in dieser Partie, einmal mehr zu langsam. Kavlak mit guter Übersicht, kurz aufgeschaut und innen Chinchilla viel zu langsam. Ecke für Hoffmann. Und wieder Salihi mit der Möglichkeit, aber Aufhauser stört immer wieder gut und bedrängt gut. Das ist der neue Mann von Limassol gekommen, Clodian Duro, ein guter Freund, eben von Salihi. Beiden spielen ja auch gemeinsam im albanischen Nationalteam und er hat sich auch bei ihm über die österreichische Liga erkundigt. Es spielt nur Rapid. Majabwi, der Mann aus Simbabwe, heute beim LASK wieder mit dabei, muss auch hinten aufhelfen. Und die Chance wieder für Hinum. So frei darf man den nie und nimmer zum Ball kommen lassen. Hoffmann kann diese Flanken ganz genau zirkeln. Schauen Sie, wie viel Platz der hat, kann sich in Ruhe drehen.
ein bisschen überheblich auch, die Hütteldorfer. Bei diesen vielen Szenen, das alles in der ersten halben Stunde vor 10.000 Fans im Linzer Stadion. Häkkinen, wieder schön gesehen, Kavlak und Nujo, aber da entscheidet Schiedsrichter Krasnitzer auf Stürmerfoul, auch wenn es Nujo nicht glauben kann. 1,96 Meter Riese. Kein Abseits, da ist Chinchilla noch hinten drinnen, aber dann greift er zum Leibchen und richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Ganz klar, der Griff da an die Schulter. Die Nullnummer zur Pause in Linz steht, weil Rapid überheblich nur das Nötigste tut. Der LASK wie in den Spielen bisher ohne Schwung und Ideen spielt. Deshalb ist man ja in Summe schon mit dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison 6 Spiele ohne einen einzigen Punkt. Die Seiten sind gewechselt. Metz hat den Ball verloren, nächste Chance für Rapid. Und wieder Salihi. Vorlage von Kavlak, wieder direkt in den Lauf. Und die Abstimmung in der Abwehr der Linzer passt wieder überhaupt nicht. Bubenik zuckt mit den Schultern. Sollte man jetzt schon wissen, dass da die schnellen Pässe kommen. Dann sinkt Tormann Mandl nach dieser Aktion zu Boden. Ist da direkt auf den Arm gefallen, hat sich die Schulter kurz verstaucht, wird dann eingerenkt, aber kann sofort wieder weiterspielen. Das Ganze 4 Minuten nach dem Wiederbeginn. Helge Beyer auf der Bank bei Rapid. Wie lange bleibt er noch die Nummer 2? Die Verhandlungen mit Belgrad haben sich zerschlagen. Wäre ja auch ein Fall für Ried nach der Verletzung von Gebauer. Bei Rapid kommt dann René Gartler anstelle von Nujo ins Spiel. Hoffmann, schauen Sie, was der wieder Platz hat. Und hat jetzt einmal genug von den vergebenen Chancen. Das Ganze in Minute 57, aber der doch relativ weit verzogen. Kavlak hat mit Kramer vorher leichtes Spiel. Und Hoffmann wieder ganz alleine. Weit und breit kein Linzer Gegenspieler beim Topspieler der Wiener. Ziegler allein auf weiter Flur, versucht da jetzt einmal direkt Hedel zu attackieren und er zeigt auch, dass er am Ball etwas kann. Zeigt tolle Feldqualitäten. Immer natürlich der weite Ball auf den Routinier, den 36-Jährigen, und Sonnleitner mit dem Kopf zur Stelle. Aber da tut er sich natürlich alleine schwer. Hat er selbst gesagt, ich bin erst bei 80% meiner Leistungsfähigkeit, Alexander Ziegler. Der international erfahrenste Spieler beim LASK. Sein letztes Tor in der Bundesliga hat er im März noch für die Salzburger erzielt. Ecke für den LASK. Kogler. Ziegler! Und da ist Kavlak auf der Linie. Der Ball noch im Spiel. Wieder Kogler. Und auf Außer. Wer gibt's denn das? Ein unmögliches Spiel. Da führen die Linzer plötzlich 1:0. Rene Aufhauser nützt die Chance und bringt den LASK in Führung. 60. Bundesliga-Tor. Passend dazu in der 60. Minute. Zunächst noch Kavlak, der auf der Linie klärt. Kogler. Und dann hat Rene Aufhauser wirklich Glück. Wir werden es dann gleich sehen, denn von René Gartlers Rücken springt der Ball direkt zu ihm. Mit vereinten Kräften zunächst auch Salihi, der klären kann. Dann Kavlak. Und hier springt der Ball eigentlich vom Fuß von Gartler direkt auf den Kopf von René Aufhauser. Und 1:0 für den LASK. Der LASK wird dann offensiver. Wunderschön gemacht von Kramer, der sich den Ball da herrlich heruntergenommen hat. Aber Hedel mit der guten Reaktion. Sich da die Rapidler ein bisschen vertan. Kein Abseits, gut durchgelaufen Thomas Kramer. Und dann kein Gegenspieler. Zur Stelle aber Raimund Hedel. Unter Trainer Helmut Kraft sind die Linzer gegen Rapid ja überhaupt noch unbesiegt. 4:2 hat man das Heimspiel hier gewonnen. 0:0 hat man in Wien gespielt. Also da liegt wirklich eine Riesensensation in der Luft. Aber Hoffmann versucht jetzt seine Mitspieler anzutreiben. Kajan! Aber dann doch zu schwach. Keine Probleme für Tormann Mandl.
Das Ganze in der 68. Minute. Toller Haken von Hoffmann. Dann gibt es die gelbe Karte in der 70. Minute, denn Zickler hat da einmal mehr seine Meinung zu lautstark geäußert. Der letzte Bundesligasieg der Linzer, der ist fast 4 Monate her, aber wir sind erst in der Schlussphase, noch über 15 Minuten zu spielen. Freistoß für Hoffmann und die Latte. Glück jetzt für die Linzer. Und da verstolpert dann Sonnleitner auch die Nachschussmöglichkeit. Mandl wäre dort gewesen, aber hätte bei diesem scharfen Freistoß keine Chance gehabt. Das Ganze in Minute 75. Die Schlussphase und die Linzer werden offensiver, auch Meierleb ins Spiel gekommen. Versucht da Zickler einzusetzen. Gelingt nicht ganz. Aber der Einsatz von Zickler hat sich heute schon einmal für ihn gelohnt. Und der Kragen sitzt vielleicht ein bisschen lockerer, aber da müssen die 3 Punkte heute heimgefahren werden. Wir sind in der 90. Minute. Freistoß für Rapid. Gartler bringt den Ball noch einmal herein. Soma. Und da ist Sonnleitner, aber Aufhauser kann den Ball noch wegspielen. Auch Zickler da im eigenen 5-Meter-Raum. Mit allen Kräften verteidigen die Linzer. Sonnleitner völlig frei, aber trifft da den Ball nicht. Segelt nur drüber. Die Sensation ist perfekt. Der LASK gewinnt gegen Rapid 1:0, feiert nach 6 sieglosen Partien den ersten vollen Erfolg. Und Trainer Helmut Kraft bleibt kraftvoll gegen die Hütteldorfer. Überhaupt ungeschlagen, so übermütig die Grün-Weißen noch in Birmingham gefeiert haben. So geschlagen, blamabel geschlagen, schleichen sie heute nach Hause aus Linz. Also, die nächste Überraschung ist perfekt nach den Niederlagen der Wiener Austria und Salzburg, verliert auch Rapid. Der Aufstand der kleinen, Manfred, geht sozusagen munter weiter. Das belebt aber das Geschäft. Ja, diese Runde war eigentlich nur für die Kleinen, denn wie gesagt, die 3 Großen haben verloren. Aber das sieht man, im Fußball ist alles möglich, wenn man nur daran glaubt. Und dann können auch die Kleineren gegen die Großen gewinnen. Wir schauen ins Linzer Stadion. Die Interviews, die kommen von Dennis Bankowski. Nach 3 Bundesligasiegen in Serie wieder eine Niederlage, ausgerechnet beim Tabellenschlusslicht. Heute muss man den vergebenen Chancen nachtrauen. So ist es. Ich denke, dass wir das Spiel im Griff gehabt haben, dass wir sehr, sehr viele gute Möglichkeiten gehabt haben. Und da müssen wir einfach ein Tor machen. Wenn wir in Führung gehen, dann spielen wir das Spiel locker nach Hause. Inwieweit ist denn Ihrer Mannschaft die Müdigkeit nach den harten 90 Minuten in Birmingham noch in den Knochen gesteckt? Aber das ist nicht das Problem gewesen. Das einzige Problem war die Chancenauswertung. Ich denke, wir haben ordentlich verteidigt. Der LASK hat genau eine Chance gehabt, das war das Tor. Und ansonsten haben wir das Spiel im Griff gehabt und auch wirklich ein paar sehr gute Möglichkeiten gehabt, wo wir einfach auch teilweise falsch agiert haben. Und da hätten wir einfach das ein oder andere Tor machen müssen. Wie groß ist denn der Stein, der dem Helmut Kraft heute vom Herzen gefallen ist? Ja, der ist riesengroß. Das kann sich jeder vorstellen, wenn man 5-mal verliert, wie groß da die Anspannung, der Druck, das mulmige Gefühl im Bauch ist. Das war bei uns allen heute ähnlich wie in den letzten 2-3 Runden. Und man hat gesehen, mit dem Tor vom René Aufhauser, mit dem 1-0, ist auf einmal ein Riesenballast weggefallen. Und wir haben dann kurz vor Schluss nochmal die Riesenchance gehabt, auch noch aufs 2-0. Und ich glaube, wir haben uns den Sieg heute auch verdient. Wenn man hinten drinnen ist, dann verlierst du oft solche Spiele. Wenn du vorne dabei bist, dann gewinnst du mit irgendeinem Tor 1:0. Und deshalb war es heute vollkommen egal, wie wir die 3 Punkte über die Zeit bringen. Sicherlich, wir können uns bei unserem Torhüter bedanken. Der Mann, der hat heute wieder super gehalten. Die Verteidigung um den Chili war heute wirklich, glaube ich, über weite Strecken sattelfest. Ist klar, dass natürlich Rapid zu Chancen kommt. Und heute war das Glück auch ein wenig auf unserer Seite, aber ich glaube doch endgültig einmal verdient. Von den Möglichkeiten her, da waren wir einfach, sind wir nicht konsequent zu den, oder mit diesem Druck, dass ich das da unbedingt machen will. Das ist so
Also, ja, jetzt wollen wir halt das da machen, aber der letzte Biss hat bei diesen Aktionen gefehlt und auch das richtige Timing beim Abspiel schaut halt, weil solche Möglichkeiten kriegst du nicht immer. Und am Donnerstag haben wir es ja aus 2,5 Chancen 3 Tore gemacht, heute haben wir es, glaube ich, 4-5 Chancen keine gemacht und haben natürlich nachher noch eins kassiert, auch, wo der Gegner dann natürlich sich mit Haut und Horn wehrt und wir trotz allem noch immer 2-3 Möglichkeiten gehabt haben zum Ausgleichen. Aber da kommt auch das Gegners Glücks dazu, dass sie halt da konsequent in der Abwehr gearbeitet haben. Ja, da hat sich Georg Zellhofer noch recht wohl gefühlt in seiner Haut hier im Hanapi-Stadion. Freundliches Plauscherl mit Peter Packholt. Aber dann rein ins Spiel und das beginnt gleich mit einem Aufreger. Der Freistoß von Saurer, der Ball ist im Tor. Rapid jubelt, aber der Treffer von Markus Katzer zählt nicht. Und das war eine richtige und damit sehr gute Entscheidung des Schiedsrichterassistenten Daniel Trampusch. Rapid weiter druckvoll, in allen Belangen überlegen. Und zunächst vor allem nach Standards gefährlich. Diesmal Kavlak. Diesmal Handi Salihi und diesmal zählt der Treffer. Und auch das war ganz schwer für das Schiedsrichterteam. 3 Situationen gab es da für Krasnitzer zu bewerten. Zunächst abseits, ja oder nein. War der Ball hinter der Linie, ja oder nein. Und war ein Handspiel von Salihi mit dabei. Es war kein Abseits, der Ball war zur Gänze hinter der Linie. Und aus meiner Sicht war es keine Absicht von Salihi, wie er den Ball mit dem Oberarm ins Tor buxiert hat. Also alles richtig entschieden. Und für Georg Zellhofer und den LASK geht es hier von Beginn an in die falsche Richtung. Und dann endlich mal ein Versuch über Duro. Aber auch das passend zu diesem Spiel. Fehlpass des Albaners, dann geht's ganz schnell. Cincia rutscht ins Leere. Viel Platz für René Gartler. Und wieder ist der Ball im Tor, das 2:0 für Rapid. Wieder ist es Hamdi Salihi. Ausgangspunkt, der Fehler von Duro. Kavlak fängt diesen Pass ab, hat die Übersicht, sieht Tanju Kaihan. Schöner Ball von Kaihan, allerdings profitiert er auch davon, dass Cincia diesen Ball völlig falsch berechnet. Und dann hat Gartler und vor allem dann hat auch Salihi leichtes Spiel. Knapp vor der Pause war diese Aktion. Bierdusche für Hamdi Salihi, aber aufgrund seiner 2 Treffer nimmt er das mit Humor. Die höchste Pausenführung für Rapid in dieser Saison. Georg Zellhofer reagiert, bringt Sobkova und stellt sein System um. 3-4-3 hat er begonnen, 4-4-2 in der zweiten Hälfte dann. Und zu Beginn sieht es so aus, als würde das besser greifen. Gelegenheit für Kaufmann. Die Linzer zeigen sich verbessert, kommen aber zu keinen großen Chancen. Dann die Rapid-Viertelstunde und dann geht's richtig rund. Der eingewechselte Christopher Drazan, da ist René Gartler, da ist eine Drehung und das nächste Tor. Und die Entscheidung 3:0, 76. Minute. Applaus vom Trainer. Schön vorbereitet von Drazan mit dieser energischen Aktion. Da orientiert sich niemand zu René Gartler. Mandl kann nur hinterherblicken, hat keine Chance bei diesem platzierten Schuss. Und dann spielt Rapid wie aus einem Guss. Tolle Kombination. Da ist wieder Gartler, der Winkler versetzt. Mandl kann noch parieren. Da kommt der eingewechselte Trimmel. Der Ball ist im Tor. Aber auch dieser Treffer zählt nicht. Und Hut ab vor dem Schiedsrichterteam, muss man auch mal sagen. Auch diese Entscheidung war absolut richtig. Zunächst Gartler, der schon das Tor machen kann. Dann kommt Mandl raus. Dann kommt Trimmel. Ja, und dann ist René Gartler näher zur Torlinie als der vorletzte Verteidiger, weil Mandl eben weiter draußen war. Also die nächste sehr gute Entscheidung des Teams, diesmal von Schiedsrichterassistent Thorsten Opwurzer getroffen. Rapid wie in einem Rausch in den letzten Minuten, der LASK stehend K.O. Chance für Christopher Drazan, seine tolle Leistung auch mit einem Treffer zu krönen. Dann ist Häkkinen zur Stelle, wird nicht attackiert, zieht ab und Thomas Mandl, starke Parade. Und Häkkinen, der macht ein ganz starkes Spiel und nimmt damit jegliche Kritik zu Herzen, die Peter Packholt ja vor dem Spiel recht deutlich äußerte. Wieder Drazan, der ist nicht
aufzuhalten. Scharfe Reingabe und einmal mehr profitiert Hamdi Salihi von einer tollen Vorbereitung. Drazan blickt auf, sieht den völlig freistehenden Salihi und der macht nicht nur das 4:0, sondern bereits seinen dritten Treffer in diesem Spiel und es sollte noch schöner kommen für Salihi. Da ist wieder Gartler, der kann es schon selbst machen. Unglaublich uneigennützig diese Aktion von Gartler und damit beschert er Hamdi Salihi seinen ersten Viererpack in dessen Karriere. Die 90. Minute ist da am Laufen wieder, kann Chinchilla nicht mehr eingreifen. Der LASK wurde auseinandergenommen in der Rapid-Viertelstunde. Mit Abstand der höchste Saisonerfolg für Rapid. Ein 5:0. Naja, und die Linzer, die bleiben auch unter Georg Zellhofer weiter saft und kraftlos. Ja, Rapid gewinnt sehr hoch, macht 5 Tore und bekommt auch keinen. Peter Backholt, hat man heute alle Ziele erfüllt? Ja, selbstverständlich. Man kann der Mannschaft nur für diese, vor allem in der ersten Halbzeit, tolle Leistung gratulieren. Erste Halbzeit war so, wie man es sich im Hanapi-Stadion eigentlich wünscht als Trainer. Sehr viel Tempo, sehr viel Schwung, spielerisch. Wirklich sehr gute Aktionen. Aber dann 2 Tore, ja, und dann zweite Halbzeit eigentlich dann den Sog richtig zugemacht. Das ist schon sehr, sehr positiv, was die Mannschaft heute hier abgeliefert hat. Und es gab 5 Stürmertore, 4 von Hamdi Salihi, 1 von René Gattler. Lacht auch Ihr ehemaliges Stürmerherz ganz besonders? Mir lacht bei jedem Tor das Herz, egal wer es macht. Aber umso schöner, dass der René heute wirklich sehr uneigennützig zweimal aufgelegt hat. Hätte sich eigentlich heute selber ein Tor verdient. Aber entscheidend ist immer, dass Tore fallen. Und wer es macht, ist immer zweitrangig. Insgesamt auch eine gute Entwicklung, eben weil man ja in dieser Saison auch schon ziemlich gehadert hat mit dieser Chancenverwertung. Ja, im heutigen Spiel ist es aufgegangen. Was sagen Sie zu Markus Heikkinen, den Sie vor diesem Spiel kritisiert haben? Wie haben Sie seine Leistung heute empfunden? Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Leistung heute gebracht. Wollen Sie auf ihn persönlich nicht weiter eingehen? Mannschaft hat wirklich eine ausgezeichnete Leistung gebracht. Okay, ich höre heraus, Sie wollen nicht wirklich weiter darauf eingehen. Was sagen Sie generell jetzt zur Situation bei Rapid? Jetzt gewinnt man dieses Spiel, in der Tabelle natürlich noch nicht der Riesenschritt, aber merken Sie Fortschritte? Man hat heute nur 3 Punkte machen können. Man kriegt nicht 6 Punkte für 5 Tore. 3 Punkte sind 3 Punkte, die haben wir gemacht. Und das war das Entscheidende und das Wichtigste heute. Wie sehen Sie jetzt generell die Situation bei Rapid? Man ist nach wie vor irgendwo im Mittelmaß gefangen. Wie sehen Sie es? Wir sind 8 Punkte hinter dem ersten. Wir waren schon einmal weiter weg. In der zweiten Liga hat es einen Tabellenführer gegeben, der was 9 Punkte schon weg war. Und jetzt sind es Zweiter. Das ist Fußball. Im 3-Punkte-System geht alles sehr, sehr schnell. Haben Sie eben diese Hoffnung, dass man jetzt da anschließen kann an dieses Spiel, an diese 3 Punkte heute? Ja, wir haben heute wirklich eine sehr gute Leistung gemacht. Jetzt, glaube ich, sind wir das 8. Spiel umgeschlagen, was auch eine sehr tolle Serie ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Natürlich waren die vielen Unentschieden natürlich auch nicht förderlich, dass wir noch weiter nach vorne kommen. Aber entscheidend ist, dass wir heute ein tolles Heimspiel abgeliefert haben, dass wir denen Fans was geboten haben, dass wir viele Tore gesehen haben und das ist einmal so das Allerwichtigste. Ich möchte einmal noch ganz kurz zurückkommen auf diese Geschichte mit Markus Heikkinen. Man hat auch rausgehört, dass Sie sich da ein bisschen allein fühlen immer, so ein bisschen da alleinige Rufer sind innerhalb des Vereins auch. Wünschen Sie sich da mehr Unterstützung auch, zum Beispiel von einem Sportdirektor Ali Hörtnagel? Die Mannschaft hat heute eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Danke. Ja, nach einem Punkt zum Auftakt gegen Innsbruck heute 0:5 hier bei Rapid. Georg Zellhofer, wie schwierig, wie schlimm ist diese Entwicklung? Ja, das ist schwierig und schlimm. Ich denke, wie sich heute die Mannschaft präsentiert hat, war phasenweise nicht Bundesliga-tauglich. Natürlich muss man sehen, dass Rapid zu Hause Druck macht, schnell spielt, kombiniert. Auf das waren wir vorbereitet. Aber es ist momentan irrsinnig schwierig, eine Konstanz in die Mannschaft zu bringen. Vor allem auch, was es das Leben in der Mannschaft betrifft. Also wir haben versucht, heute mit 3 hinten zu beginnen, abzusichern, die Außenräume dicht zu machen. Weil wir haben gewusst, mit Sauer und Kraflach sind sehr gute Spiele im 1 gegen 1 und wir fangen mit einem Gasgeschenk wieder an, kommen dann in den Rückstand aus einer Standardsituation, wo man dann die Mannschaft einfacher weder auf eine Variante aufmachen noch auf die Variante im Raum agieren kann. Beide Situationen nicht einfach. Und dann kommt noch die Situation knapp in der Halbzeit, vor der Halbzeit das 2:0, wo uns Rapid auskontert und dann die letzten Viertelstunde
wo wir dann noch in drei Konter laufen, das eigentlich in dieser Situation schon wirklich indiskutabel war. Ist Ihnen spätestens heute auch klar, dass es wirklich irgendwo ein Himmelfahrtskommando ist, worauf Sie sich da eingelassen haben? Ist mir spätestens nicht heute, aber dass es so schwierig wird, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir nicht vorgestellt. Also die Mannschaft wirkt, ich kann nicht einmal sagen verunsichert, sondern ratlos phasenweise. Schwierig, dass jetzt auch eine Hierarchie in der Mannschaft entsteht. Natürlich, gewisse Spieler sind mit dieser Situation noch nie konfrontiert worden. Das ist, ich möchte nicht sagen Abstiegskampf pur, aber das ist schon sehr hart an der Grenze, was das betrifft. Momentan ist wirklich schwierig und jetzt nützt es nicht, immer nur auf Mattersburg zu schauen. Wenn wir uns weiter so präsentieren, hat das auch mit Mattersburg nichts zu tun. Also wir haben jetzt noch Salzburg zu Hause, dann Sturm auswärts und in Kapfenberg. Also hier müssen Punkte her, oder zumindest muss ich die Mannschaft noch anders präsentieren, sonst wird es sehr, sehr schwer. Was werden Sie jetzt machen in dieser Phase auch? Welche Ideen haben Sie? Ja, die Ideen sind immer, was für Möglichkeiten hat man, was für Alternativen hat man. Die Personaldecke ist da nicht mehr dünn, sondern im Endeffekt erschöpft. Sulemani kommt im Herbst nicht mehr zurück, genauso ein Florian Metz kommt nicht mehr zurück, ein Lukas Krakel als Konterstürmer ist weg, kommt nicht zurück. Also Innenverteidigung haben heute die letzten zwei Verteidiger gespielt, Mittelfeld war kein Spieler mehr, außer Traunen, ein junger Spieler auf der Bank. Also es ist schwierig, jetzt auch von Alternativen zu sprechen oder von Ideen, sondern die Mannschaft muss sich selber in sich zusammen noch einmal finden und jetzt versuchen, zu Hause gegen Salzburger sich wieder besser zu präsentieren. Danke. Teamstürmer Stefan Meyerhofer, seines Zeichens bereits achtfacher Duisburger Saisontorschütze, auf Heimatbesuch bei seinen ehemaligen Kollegen. Deren Hoffnungen ruhten allerdings auf einem anderen langen Stürmer, Jan Menegorf-Hesseling, erstmals seit Runde 21 wieder mit von der grün-weißen Partie. Allerdings zu Beginn des Spiels der LASK die bessere Mannschaft. Kaufmann mit der ersten Möglichkeit und dann Bukwa, der im Nachschuss scheitert. Guter Einsatz von Yasin Pelivan. Nach einer Viertelstunde dann Jan Menegorf-Hesseling mit dem Ellbogen gegen René Aufhauser. Vierte gelbe Karte für den Holländer in seinem ersten neunten Bundesligaspiel. Aufhauser erleidet ein Cut, aber der LASK-Kapitän kann weitermachen. Und die Linzer bleiben auch das gefährlichere Team. Bereits 20 Minuten gespielt. Lukas Krakel hat Sonnleitner vor sich, aber überhaupt kein Problem. Und dann kommt er auch zum Abschluss. Helge Payer erneut auf den Posten. Mario Sonnleitner in diesem Fall mit einem nicht bundesligatauglichen Zweikampfverhalten. Das geht viel zu einfach und Krakel, der hätte da wohl auch mehr draus machen können. Der LASK erweist sich für Peter Bakult und Rapid als eine harte Nuss. Die Hütteldorfer haben ordentlich zu knabbern. Es dauert bis 3 Minuten vor der Pause, bis endlich einmal etwas Gefährliches von Rapid kommt. Razan mit der Hereingabe und der fast nicht vorhandene Handi Salihi kommt nicht ran. Thomas Mandl sehr aufmerksam im Linzer Kasten. Zur Pause steht es damit 0:0. Das heimstärkste Team der Liga, Rapid, tut sich gegen das auswärts schwächste Team, den LASK, extrem schwer. Die Linzer sogar mit mehr Torschüssen als Rapid. 2 Minuten nach Wiederbeginn dann ein Konter der Linzer, eingeleitet von Piermaier, Bukwa, Tennesor. Das funktioniert alles sehr einfach. Tennesor für Krakel, der auf und davon, aber die Fahne ist oben, der Treffer zählt nicht und es war eine richtige Entscheidung. Tennesor bleibt wohl zu lange am Ball, Krakel deshalb den halben Schritt im Abseits, richtig gesehen vom Assistenten Markus Cantona. Und dementsprechend auch von Schiedsrichter Markus Hameter sanktioniert. Dann ist gut eine Stunde gespielt. Clodion Duro mit diesem rustikalen Einsatz gegen Markus Häkkinen und der Albaner hatte bereits gelb gesehen in Durchgang 1. Nach dieser Attacke gegen Kajan beide Entscheidungen also absolut in Ordnung. Der LASK eine halbe Stunde in Unterzahl. Der darauf folgende Freistoß. 31 Meter die Tordistanz. Kein Problem für Tanju Kajan. Was für ein Schuss. Ans Aluminium, aber die Situation immer noch heiß. Rapid weiterhin im Vorwärtsgang. Pelivan, Salihi und dann Steffen Hofmann. Erneut das Aluminium. Zum 15. Mal in dieser Saison trifft Rapid den Pfosten oder die Latte. Das ist Ligaspitze und in dem Fall einfach nur Pech. Feiner Schuss von Hofmann und davor
Tanju Kayan mit 105 km/h. Thomas Mandl war noch ganz leicht, aber entscheidend dran. Tolle Reaktion des LASK-Keepers. Dann wieder ein Freistoß für Rapid. Die Hütteldorfer hauptsächlich gefährlich bei Standardsituationen. Jan Menegor-Fesseling mit seiner auffälligsten sportlichen Aktion. Allerdings, es war abseits. Der Treffer hätte aber gegolten. Auf der anderen Seite der LASK, Justice Machapwi. Prüft hier das Aluminium. 90 Stundenkilometer, 33 Meter die Torentfernung. Ein richtiger Kracher des Mittelfeldspielers aus Simbabwe. Und weiterhin der LASK, obwohl in Unterzahl, dennoch am Ende sehr offensiv. Und dann gibt es in Minute 80 Elfmeter. Christoph Saurer zur Pause für Drazan gekommen, hält Kaufmann zurück die Entscheidung. Richtig Strafstoß für die Linzer. 8 Minuten vor dem Ende. René Aufhauser scheitert an Helge Payer. Helge Payer zuletzt in Topform und hier sieht er, dass Aufhauser in die Mitte schießt und kann deshalb mit einem Fußreflex parieren. Weiterhin 0:0 und im Finish dann noch die große Möglichkeit für Hamdi Salihi, hier für Rapid sogar die 3 Punkte klar zu machen. Aber auch Thomas Mandl im Linzer Tor hat einen sehr guten Tag erwischt. Kein Abseits von Salihi beim Abspiel von Christoph Saurer. Damit bleibt es hier auch am Ende beim 0:0. Allerdings eines der besseren Sorte. Allerdings auch eine Punkteteilung, die keiner der beiden Mannschaften so recht weiterhilft. Die beiden Trainer jetzt im Interview bei Gerhard Grabert. Wir haben nicht gut angefangen. Wir haben schon die ersten paar Minuten nicht so angefangen, wie wir es vorgenommen haben. Und damit habe ich gleich gesagt, dass das ein hartes Stück Arbeit heute werden wird. Und wie gesagt, wir sind nie so richtig, vor allem im ersten Halbzeit, nie so richtig ins Spiel gekommen. Und haben sich natürlich auch mit dieser Leistung natürlich dann nicht verdient, auch zum Gewinnen. Ja, der Punkt wird uns natürlich nicht so viel weiterhelfen, aber auf diese Leistung, die meine Mannschaft hier heute gebracht hat, gegen den Rekordmeister und Titelanwärter Rapid, vor 15.000 oder 16.000 Zuschauern. Auf diese Leistung kann man aufbauen. Ob sich es dann noch zum Schluss ausgeht, weiß man nicht. Aber heute hat man gesehen, auf welche Spieler man sich verlassen kann und was sie imstande sind zu bringen. Natürlich waren die Erwartungen heute auf 3 Punkte eingestellt. Aber Fußball ist halt nicht immer so, wie man es gern wünscht. Man muss dafür einiges tun. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass wir jetzt aus diesen 3 Spielen schon gute Punkte mitgenommen haben und jetzt gehen wir mal in die Pause und dann kommt eh 2-mal Sturm. Also ich denke trotz allem, es wird bis zum Schluss weiter entspannen bleiben. Ja, und diese haben sich diesmal zum Glück damit begnügt, Transparente zu verfassen. Sowohl die Rapid-Anhänger als auch die LASK-Getreuen drücken ihren Unmut, so wie es sich gehört, friedfertig aus. Für Rapid ging es nach den Chaos-Tagen in erster Linie darum, wieder mal für positive Schlagzeilen in Grün-Weiß zu sorgen. Haben die Salihi nach wenigen Sekunden scheitert er an Thomas Mandl. Ein Duell, das es noch des Öfteren geben sollte. Aber auch der LASK. Zu Beginn sehr offensiv orientiert. Da kommt Daniel Kogler an den Ball. Schlechte Abwehr von Sonnleitner und da ist Leonard Kaufmann. Was für ein Paukenschlag gleich in der 4. Minute. Ein tolles Tor von Kaufmann. Sein Risiko wird belohnt. Der LASK früh in Führung. Es ist eine sehr temporeiche erste Hälfte. Beide Teams spielen bedingungslos nach vorne. Wieder das Duell Salihi gegen Mandl und wieder scheitert der Rapid-Stürmer. Häkkinen und Rapid auf dem Weg zum Ausgleich. Christopher Drazan, gute Flanke, noch besser diese Kopfballablage von Saurer und dann dieser Schuss von Häkkinen, noch abgefälscht. Von Florian Metz, der Ausgleich für Rapid in der 35. Minute. Zu diesem Zeitpunkt verdient, denn die Grün-Weißen hatten jede Menge Chancen. Knapp vor der Pause kommt dann der Gast aus Wien noch zu einer Gelegenheit. Dank dieser Vorlage von Kogler für Nuhiu.
aber der vergibt. Und so bleibt es zur Pause beim 1:1. Für Walter Schachner ein erfreulicher Zwischenstand. Auch erfreulich, dass bekannt wurde, dass Hannes Aigner in der kommenden Saison für den LASK stürmen wird. Und für Zoki Baric hat es nach anfänglicher Euphorie auch er erkennen müssen, dass die Schattenseiten des harten Trainergeschäfts auch da sein können. Die zweite Hälfte, und die beginnt gut für Rapid, weil wieder Druck ausgeübt wird über die linke Seite. Diesmal Katzer, und da ist Salihi, und diesmal gewinnt er das Duell gegen Thomas Mandl, macht sein 18. Saisontor, wird am Ende Dritter in der Torschützenliste hinter Roland Linz und Roman Kienast. 48 Minuten waren da gespielt. Ab diesem Zeitpunkt Rapid dominant und mit einigen Möglichkeiten, dieses Ergebnis noch freundlicher zu gestalten. Christopher Trimmel zum Beispiel. Saurer, aber er scheitert. 81 Minuten sind da gespielt, und dann gibt es noch eine Chance für Hamdi Salihi, und wieder rettet Aluminium für Thomas Mandl. Die Nachspielzeit, eine Chance gewährt Bernhard Brugger, den Linzer noch, der Freistoß von Machabi. Aufhauser verlängert zu Leonard Kaufmann, der hat zum 1:0 getroffen, aber eben nicht zum 2:2. Rapid gewinnt, beendet die Saison auf Rang 5. Zoki Barisic wird Peter Schöttl als Cheftrainer den Vortritt lassen und sich um die Amateure kümmern, und der LASK rund um Aufhauser wird in der kommenden Saison vielleicht wieder ein Spitzenteam sein, allerdings eine Etage tiefer. Elisabeth Gamow hat die Interviews geführt. Zunächst einmal schöne Grüße nach Graz, herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel. Und ja, wir sind froh. Wir sind froh, dass die Saison zu Ende ist. Sie ist für uns nicht zufriedenstellend verlaufen. Aber Gott sei Dank, die Mannschaft hat heute gewonnen. Und das war ziemlich wichtig. Das war Ihr letztes Spiel als Cheftrainer. Wie viel Wehmut ist dann doch dabei? Naja, es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, mit den Spielern. Es ist natürlich vieles nicht nach Wunsch verlaufen. Vor allem was das Resultat betrifft, was die Spiele betrifft, war es einfach so, dass ziemlich oft das Spielglück nicht auf unserer Seite war, so wie heute in der Anfangsphase, wo wir die erste Möglichkeit haben, wo wir nach vorne gespielt haben, aber aus nichts das Tor bekommen haben. Haben wir gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht, es geht jetzt so weiter im letzten Spiel, aber Gott sei Dank ist es dann anders passiert. Trotzdem irgendwie froh, dass es endlich vorbei ist? Eigentlich schon, weil wenn du jetzt Woche für Woche mit diesem Druck arbeiten musst, du bist fast abgestiegen, nur mehr theoretische Chance, dann bist du abgestiegen, dann musst du mal die Mannschaft noch motivieren, dass sie solche Leistungen bringt, wie zum Schluss jetzt auch die letzten Spiele. Und da ziehe ich trotzdem noch mal einen Hut vor meiner Mannschaft, weil das, was heute wieder geboten wurde, wo nicht alle hundertprozentig fit waren, über ihre Grenzen hinausgegangen sind, muss ich sagen, danke. Wenn Sie Bilanz ziehen, warum konnten Sie das Ruder nicht mehr herumreißen? Das ist schwer zu sagen, aber die einfachste Antwort ist einfach, Mattersburg hat mehr Punkte gemacht als der LASK, seit ich hierher gekommen bin. Das muss man respektieren und akzeptieren. Gehen Sie mit runter oder weg? Ja, die Transferzeit fängt gerade an und es ist noch alles offen. Mal schauen, was es so gibt in den nächsten Wochen. Vielleicht gleich Gespräche mit Rapid? Vielleicht ist alles möglich. Gibt es schon Gespräche mit Rapid? Es gibt Gespräche mit verschiedenen Vereinen, das kann man mal sagen. Aber Rapid ist auch dabei. Rapid ist auch dabei, ja, wie man weiß. Ja, Harris, Sie stehen hier in Linz, da ist der Abstieg besiegelt, in Graz wird gefeiert, irgendwie emotional komplett zerrissen. Ja, natürlich, durch den Abstieg ist es natürlich sehr bitter. Aber ich freue mich natürlich für die Spieler und so und für die Trainer und für ganz Graz natürlich, dass sie den Meistertitel geholt haben. Und natürlich sehe ich das ein bisschen mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge.